Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie Ihre Lebenszeit sinnvoll verwenden. Ja, Wahl- und Kaufprozesse. Ich habe mir vorhin nochmal angeguckt, die Einladung steht drin, es geht um Verkauf, natürlich geht es darum nicht. Wer von Ihnen hat eine Partnerschaft? Arm hoch. Wer hatte schon mal eine? Wer will noch mal? Merken Sie, es werden immer weniger. Wir haben Wahlentscheidungen getroffen, die dazu führen, dass in unserem Gehirn sich was geändert hat. Wenn wir über Verkauf reden, wissen Sie jetzt, dass Sie das alle schon mal gemacht haben. Sie machen das sogar jeden Tag. Wer hat schon Vorstellungsgespräche gehabt? Wir leben den ganzen Tag Kaufprozesse, nicht Verkaufsprozesse. Darüber will ich mit Ihnen heute reden. Es gibt gar keinen Verkauf, so wie Sie sich den vorstellen. Es kann immer erst was verkauft werden, wenn der andere kaufen will. Die Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass der andere kaufen will? Das ist ja viel spannender. Hat jemand einen Partner, mit dem er nicht zusammen sein will? Arm hoch. Klappt niemals. Na gut. Also ich begrüße Sie recht herzlich für die nächsten 18,51 Minuten. Es gibt Möglichkeiten, Karriere zu machen. Logisch, gibt's immer. Ich rate zur ersten Methode, ist die Konkurrenz nicht so groß. Ich habe das hier ein bisschen geändert. Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen. Entweder weiß man wirklich etwas oder man behauptet, was zu wissen. Ich rate auch hier zur ersten Methode, ist die Konkurrenz nicht so groß. Und was Sie heute gemacht haben, jetzt gucken wahrscheinlich andere Frauentausch oder sowas, was Sie gerade machen, ist etwas für sich Gutes zu tun, nämlich sich inspirieren zu lassen. Man kann ja Menschen nicht motivieren, das Gehirn ist ein indisches geschlossenes System, werden Sie gleich sehen. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich meinen 1,5 Stunden Vortrag auf 18 Minuten kürzen? Das kann man machen. Man kann Inhalte rausnehmen, Anfang rausnehmen, Ende rausnehmen, aber die Kernbotschaft nicht. Okay, bleibst du bei der Kernbotschaft. Was kannst du noch machen? Du bist in Berlin. Wer ist aus Berlin? Du kannst schneller reden, weil du bist selber Berliner. Also kannst du schneller reden, geht auch. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du noch machen? Du musst die Kernbotschaft drin lassen. Okay, du kannst kurz mal fragen, wer ist heute aufgestanden, weil er wollte? Habe ich mir gedacht. Wer ist aufgestanden, weil er wirklich wollte? Ja, waren schon ein paar mehr. Wer ist aufgestanden, weil der Wecker geklingelt hat? Ist ja Samstag. Wer ist aufgestanden, weil er pullern musste? Jetzt wird's interessant. Wer danach? Ich sag euch, irgendwann meldet sich mal einer. Wo irgendwann in meiner Altersstruktur irgendwann sagt, ich. Ne? Blöd ist, wenn ich irgendwann auf der Bühne stehe und selber den Arm hebe. Das ist natürlich höchst unangenehm. Ich möchte gerne, dass wir uns auf den Abend und auf die Inspiration, die Sie bekommen, einladen. Tun Sie mir nicht falsch, stehen Sie mal alle kurz auf. Einfach aufstehen, ganz unkompliziert, einfach aufstehen, 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 sehr gut. Jetzt drehen Sie sich alle um und begrüßen sich mal. Alle umdrehen und begrüßen. Sie können sich wieder hinsetzen. Vielleicht ist Ihnen ja mal was aufgefallen. Schöner Rücken. Was Gedankentanken verursacht, ist was ganz Tolles. Machen Sie nicht, was andere Ihnen sagen. Machen Sie nicht, wenn andere Ihnen sagen, mal so, mal so, mal so, mal so, mal so. Denken Sie darüber nach. Warum? Und das habe ich gemacht. Ich bin seit vielen, vielen Jahren im Verkauf und als Redner tätig für Verkauf. Und da gab es immer eine spannende Frage. Wenn mir einer gesagt hat, so wirst du erfolgreich. Haben Sie schon mal gehört? Ja, tschakka. Na, ihr dacht, erzählst du mir? Nee. Und habe mich damit beschäftigt, warum treffen denn Menschen Kauf- und Wahlentscheidungen? Weil jede Kaufentscheidung ist eine Wahlentscheidung. Und als du dir diesen Grill gekauft hast, na, wolltest du den? Ja. Welche Frauen von Ihnen haben Dessous? Seid offen. Wird gefilmt. Hier meldet sich ein Mann. Merken Sie was? So viel Stoff. 80 Euro. Das ist nicht der Preis. Menschen kaufen Werte und nicht den Preis. Und wenn ein Mensch eine Wahl, also Kaufentscheidung trifft, dann macht er das aus irgendeinem Grund. Und diesen Grund, auf den Grund zu gehen, ist sinnvoll. Ist wirklich sinnvoll. Ich lese Ihnen das vor. Das Gehirn. Mit dem Gehirn denkt man, dass man denkt. Außerdem wird es für Kopfschmerzen gebraucht. Es sitzt im Kopf direkt hinter der Nase und wenn man niesen muss, tropft es. Das Gehirn ist ein sehr empfindliches Organ. Die meisten Leute benutzen es deshalb nur ganz selten. Aufsatz aus der 4a. Kurze Frage, wer von Ihnen hatten sein Gehirn heute dabei? Das habe ich gehofft.
Ich auch. Ich möchte Ihnen gleich erläutern, wie diese Teil so funktioniert. 1450 Gramm verbraucht 20% der gesamten Energie. Also wer abnehmen will, denken hilft. Und ich will Ihnen gleich aufzeigen, wie das Ding so, natürlich grobschlächtig, weil wir haben nicht so viel Zeit, wie das so funktioniert mit den Wahlprozessen. Ich habe auch noch ein zweites Gehirn mitgebracht, das ist auch ein Original. Das ist von RTL 2. Von der Fernsehunterhaltung. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen Actimel trinken, weil es wetterfest macht. Das ist unfassbar. Ich habe es ausprobiert, es klebt. Also es ist, da ist nichts drin, außer Joghurt. Also wenn du eine Banane willst, ist eine Banane, ist billiger und macht mehr Sinn. Das Witz hier daran ist, alles, was wir uns angucken, hören oder sehen, macht was mit uns. Und zwar vorbewusstlich. Also vor einer Woche kam einer auf mich zu und sagte, Herr Brocke, das in der Ukraine wird immer schlimmer. Da habe ich gesagt, wann fahren Sie denn hin? Er sagt, ich fahre da nicht hin. Ich sage, wann erzählen Sie mir das? Wir erzählen ganz viele Sachen und beschäftigen uns mit Sachen, wo wir keinen Einfluss drauf haben. Sind das schon mal aufgefallen, dass Menschen damit sich selbst und andere ablenken wollen? Von sich selbst? Das ist doch irre. Der schärfste war, das ist jetzt ein halbes Jahr her, in der Prenzlauer Promenade, kennen Sie, da gibt es so drei Tankstellen hintereinander. Und eine ist immer einen Cent günstiger, die erste. Da schien die eine halbe Stunde an. Da habe ich gesagt, das musst du eruieren. Ich also hin, ich mich angestellt. Nach einer halben Stunde soll ich endlich tanken. Dann steht der vor mir an der Tankstelle und sagt, ich möchte gerne noch einen Cappuccino. Der kostet 3,40. Dann hat den auf die Schulter geklopft und sagt, was kaufen Sie denn hier einen Cappuccino? Der kostet 3,40. Da sagt er, ich habe hier eine halbe Stunde angestellt. Ich sage, Sie haben für 60 Euro getankt. Sie haben 60 Cent. Können wir mal kurz über Ihr Gehirn reden? Kennen Sie das Wort sprachlos? Deshalb möchte ich mit Ihnen ein paar Wahrheiten aussprechen. Es kauft oder ja nicht ein Mensch. Es entscheidet ja im Endeffekt nicht der Mensch, sondern es entscheidet das Gehirn, das wir in uns tragen. Und wir haben ja den Kopf nicht geschenkt bekommen mit dem Gehirn, um sein Leben lang rumzutragen, sondern um es zu benutzen. Und Sie haben schon gehört, eben, ich bin Mitglied der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht oder eins aus dem Hirnscanner aus der funktionellen Magnetresonanztomographie, wo Sie sehen, heute kann man live zugucken, wie so ein Gehirn entscheidet. Also wir haben den Eingang im Kleinhirn, ist jetzt grobschlächtlich, aber wir haben ja auch bloß 18 Minuten, da kommen die Informationen rein. Dann gehen die in die rechte Gehirnhälfte. Und in der rechten Gehirnhälfte haben wir einen sogenannten Bildervorrat oder wir erzeugen Bilder. Menschen leben immer auf der Grundlage intrinsisch erzeugter Bilder. Also was für ein Bild Sie von sich haben, sorgt wiederum dafür, was Sie von sich halten. Es ist also sehr entspannt, mal zu hinterfragen, was für Bilder habe ich denn in meinem Kopf über mich, beziehungsweise bei Wahlentscheidungen, dann kann man ganz viel, also Kaufentscheidungen in Gange setzen. Also zum Beispiel, wir gehen beide in einen Möbelmarkt, okay? Da ist ein runder Tisch, ein Glastisch, ein Holztisch. Was sagen Sie, was ist das? Ein Tisch! Weil wir das Bild im Kopf haben, wie Tische aussehen. Jetzt wissen Sie schon, ein Mensch kann gar keine Wahlentscheidung treffen, wenn er kein Bild in sich hat. Hast du eine Freundin? Hattest du schon mal eine? Glück für dich? Als erstes siehst du die doch, ne? Weißt du, wer das ist? Dieses Bild bei ihm, in ihm, sorgt dafür, dass er entweder passiv oder aktiv wird. Das ist das Bild. Ich weiß, was du denkst. Du denkst, wir müssen reden, wir müssen uns unterhalten, kennenlernen, verstehen und Verständnis füreinander entwickeln. Oder ich übersetze es auf Kurzform, ich will die in die Kiste. Sagen tun aber was anderes. Ist euch das schon mal aufgefallen? Mein Schatz Anna ist heute auch hier. Ich wollte wirklich mit ihr in Musicals. Als sie mir gesagt hat, ich liebe Musicals, habe ich gedacht, du zahlst einen unfassbaren Preis. Wart ihr mal bei Cats? Das miaut Stunden. Da schaltet doch ein Gehirn. Alles aus Liebe, habe ich ihr gesagt. Dann haben wir das limbische System. Jetzt wird es interessant. Dieses limbische System ist hier so rot eingetragen. Da ist der rote Teil, ist der sogenannte Nucleus Accumbens. Das ist der Teil des Gehirns, der dafür sorgt, dass Hormone und Neurotransmitter in der Amygdala und woanders erzeugt werden. Das heißt, da entstehen dann ihre Gefühle. Dann macht dieses limbische System noch was Zweites. Es verortet, also wo bin ich gerade? Und legt die Zeit fest, wo bin ich auch gerade? Also Zeitpunkt, Ort und Gefühl.
Jetzt schickt ihr diese Information de facto zurück an das Bild. Jetzt hat das Bild einen Ort, einen Zeitpunkt und ein Gefühl. Kurze Frage, Mama, ich nehme Sie mal. Können Sie sich, Sie wissen jetzt, was ich meine, an Ihr erstes Mal erinnern? Einfach nicken. Kann er. Ja, war eine kurze Erinnerung, aber immerhin. Ort, Zeitpunkt, Gefühl, ihr merkt. Das ist die Verortung. Ich frage ja extra in vielen Veranstaltungen nicht mehr, können Sie sich an das letzte Mal erinnern, weil da gucken manche nach oben und sagen, ja, bitte. So. Und jetzt geht es rüber in die linke Gehirnhälfte, in den kognitiven Teil und in den präfrontalen Stirnlappen, da ist der Sitz des Bewusstseins. Jetzt wird uns also klar, und hier gibt es so ein Interpretationsmodul, das ist ganz interessant. Wir interpretieren also dann die Welt auch noch so, wie wir sie sehen wollen, obwohl sie so ja nicht ist, wie sie ist, wie sie ist. Aber wir denken das so. Ne? Also wenn, gibt es hier Verkäufer? Ne, der Verkäufer geht raus und sagt, der Kunde hat nichts begriffen. Und ich denke, lass uns nochmal reden. So läuft es ab und der Prozess dauert 180 Millisekunden. Also unter uns, Sie sind nicht dabei. Das Bewusstsein erlangen Sie nach 0,5 bis 0,7 Sekunden. Also eine Dreiviertelsekunde später wird Ihnen klar, ich bin bei Gedanken tanken. Okay? Das heißt, wir leben eigentlich ständig in der Vergangenheit, weil immer wird wir erleben, ist schon vorbei. Also wenn sich einer von Ihnen trennen möchte oder so, dann sagen Sie, pff, war ja vorhin. Wir kriegen also eigentlich de facto ja nicht mit, was los ist. Fast alles wird vorbewusstlich emotional besetzt, verarbeitet und dann ans Bewusstsein geschickt, damit wir es erkennen. Wer von Ihnen ist mit Auto hergekommen? Wie viele Bäume haben Sie gesehen? Letztes Mal hat einer zu mir gesagt, einen. Hat gesagt, hör auf, im Kreis zu fahren. Sie wissen es nicht. Vielleicht, wenn Sie zur Arbeit fahren, dann sagen Sie, ha, bin schon da. Sie wissen, können sich ja nichts erinnern. Weil wenn Menschen etwas beherrschen, weil sie es so oft wiederholt haben, dass das ihr Hirn das abarbeiten kann, dann geht es ins Unterbewusstsein und arbeitet es ab. Wir sind ja nicht mehr dabei. Und das ist gut so, sonst würden wir wahnsinnig werden. So sieht der Schnitt aus und um diesen Teil geht es. In Neuromarketing wird die Verortung da ganz viel auf die Bearbeitung ganz viel auf diesen Teil des Nucleus Accumbens gesetzt. Weil wenn der anfängt zu funken, dann knallt es richtig. Dann gibt es nämlich ein gutes Gefühl, dann will ich Entscheidungen treffen, dann bin ich willig. Also du hattest einfach ein tolles Gefühl und wenn du jetzt an diesem Grill stehst, hast du jedes Mal wieder dieses Gefühl und sagst, wir haben alles richtig gemacht. Verkaufst du das nochmal selbst, dass es so teuer war und hast wieder ein gutes Gefühl. Georg Heusel hat mal dazu geschrieben, es geht im Endeffekt nur um Balance. Also wir tun alles für Balance. Wenn es uns gut geht und nicht gut geht, wollen wir alles wiederherstellen, dass es uns gut geht. Ist Ihnen schon mal aufgefallen? Wenn Sie Hunger haben, essen Sie. Wenn Sie Durst haben, wenn Sie einen Scheißpartner haben, wechseln Sie und bezahlen den Preis. Im Endeffekt geht es immer nur um die Balance, die wir wiederherstellen wollen. Es geht um nichts anderes. Und bei dir war die Balance da, als du diesen Grill hattest. Deswegen ist der Preis nicht relevant. Er ist wichtig, aber in der Relevanz steht er nicht ganz weit vorne. Und deshalb möchte ich mit Ihnen mal darüber reden, was Verkaufen wirklich ist. Und ich brauche mal kurz deine Hilfe. Ich stelle eine Frage. Wer war Verkäufer? Arm hoch. Mit euch fangen wir an. Du gehst mal bitte rein. Ich mache ein paar Notizen und Sie sagen einfach mal aus Ihrer Sicht, was ist Verkaufen? Los geht's, Geschwindigkeit, ich habe noch 6 Minuten. Finanzdienstleistung. Was ist Verkaufen? Ach, was ist Verkaufen? haben wir, nächste. Ich verkaufe nichts. Emotionen. Na, warte, doch, du hast einen Partner, was ist Verkaufen? Mach mit. Emotionen. Weiter. Nimm anderen, der steht auf dem Schlauch. Nutzen vermitteln. Nutzen. Weiter. Überzeugen. Überzeugen. Weiter. Warum verkaufen Menschen überhaupt? Lebensgefühl. Was? Lebensgefühl. Lebensgefühl. Keine Ahnung. Vorteile. Ja, Vorteile. Nochmal. Vorteile. Vorfreude. Sehr schön. Geh weiter nach hinten. Da hinten sitzen die Guten. Illusion. Illusion. Warum verkaufen Menschen? Manipulation. Normal, warum verkaufen Menschen? Warum verkaufen welche? Was will das Unternehmen erreichen? Ja, Manipulation. Ja, Motivation. Einverstanden. Geld Spaß. Verdienen. Spaß. Begeisterung. Motivation. Reicht. Begeisterung. Der Flipchart ist voll. Überzeugung. Der beste Satz ist Umsatz. Die beste Vision, Provision. So, fertig, fertig, fertig. So, jetzt brauche ich meine Unterstützung. Habt ihr ein Handmikro für mich?
Komm, können Sie mir mal helfen kurz? Kommen Sie mal kurz nach vorne bitte. Klatschen Sie bitte, Publikum ist dabei. Ihr Name ist? Aida. Aida, kann man sich merken. Schon gefahren? Das musst du wahrscheinlich andauernd hören, wa? Ja. Aber wie ich sehe, bist du in der Außenkabine, alles gut. Ich duze dich, einverstanden? Ja. Kannst mir auch duzen, ich zieh kurz den Bauch ein, warte. Wir lernen uns heute kennen in der Bar, einverstanden? Okay. Alles klar. Schönen guten Tag, mein Name ist Carsten Brocke, grüß dich. Aida. Ah ja, Aida, grüß dich. Ich möchte gerne bei dir ein bisschen Vorfreude schaffen und Emotionen wecken. Wenn du richtig gut bist, hast du ein tolles Lebensgefühl und wirst einen echten Nutzen daraus ziehen. Ich muss dich nur überzeugen, dass du wirklich Spaß mit dem hast, was ich heute Abend mit dir vorhabe. Deswegen musst du dich motivieren, begeistert sein. Weil wenn du das machst, machst du richtig viel Umsatz und kannst toll Geld verdienen. Willst du? Nein. Danke. Was sagst du denn zum Mann, der das zu dir sagt? Ja, scheiße. So ist das. Also ist das doch, danke dir, darfst wieder von der Bühne. Herzlichen Klatscher bitte. Also ist das doch alles gar nicht verkaufen, was die meisten Verkäufer ihnen erzählen. Die erzählen ihnen nämlich alle. Ja, du musst Motivation schaffen, du musst Geld verdienen, du musst dranbleiben, du musst kämpfen. Ist doch völliger Blödsinn. Das steht seit 30 Jahren in 40 Büchern. Wenn sich nur einer ein bisschen mit dem Hirn beschäftigen würde. Deswegen haben sie diese innovativen Ansprachen in Supermärkten und Kaufhäusern. Was kann ich für sie tun? Was sagt ihr denn? Nichts, ich gucke nur. Da würde doch irgendwann mal jemand auffallen, dass diese Ansprache blöd ist. Sag mal zu mir, was kann ich für Sie tun? Sie können mir eine Tasche tragen. Sagen Sie mal, was kann ich für Sie tun? Ist ja einer. Bei Ihnen fallen mir 4 Sachen ein. Wenn ich das in Supermärkten, Kaufhäusern mache, ihr könnt, wenn das macht, eine attraktive Frau sagt zu mir, was kann ich für Sie tun? Ich sage, bei Ihnen fallen mir 4 Sachen ein. Kannst du das Licht ausmachen? Die leuchtet weiter. Das ist doch nicht zu fassen. Ja, blöde Kundenansprache, blöde Reaktion. Waren Sie schon mal im Baumarkt? Also, wenn Sie da reingehen, alle weg. Ich habe letztes Mal gesagt, willst du richtig einsam sein? Geh an Infopoint in Baumarkt. Also ich gehe da rein, ist ja nicht lange her, und sage, guten Tag. Gehe auf einen zu, ich sage, guten Tag, darf ich Sie kurz was fragen? Ja, was denn? Arbeiten Sie hier? Ja, natürlich. Wieso bemerke ich das nicht? Da guckt er mich an und so. Ja. Ich sage, was ist denn Ihre Aufgabe? Kunden bedienen. Da ist er! Die Masse der Menschen, vielleicht haben Sie es mal gemerkt, beschwert sich und damit sollten wir aufhören. Was wir machen sollten, und damit bin ich fertig, aktivieren Sie Menschen zum Handeln, dann müssen Sie nichts mehr verkaufen und lassen Sie kaufen. Schönen Dank, schönen Tag.